Genau, wenn du mich angreifst. Ich könnte eigentlich sonst noch Swahili und Japan nehmen, aber mit denen bin ich beide verbündet. Na dann. Wieso hat er... Alter, 666er Herrscher, what the fuck. Wie krieg ich sowas nicht? Ich hab das richtige Glück gehabt. Wieso hat er keine Truppen? Marco, hast du eine Idee, warum unsere Kolonie keine Truppen hat? Weil sie bis vor kurzem 2000 Schulden hatten. Bezahlt hab. Kann man machen. Jo. Heutige Japan. Ja, Japan ist so richtig überschuldet. Und Griechenland ist dagegen reiner Scherz. Wie ist das überschuldet? Hä? Das heutige Japan ist verschuldet. Ach so. Ja. Und Griechenland ist dagegen wirklich ein blöder Scherz. Oh. Bild mir gerade so auf. Ja, ist mir aufgefallen, dass ich ja noch jemanden im Norden habe, den ich schicken kann. Und jemanden im Westen. Wobei, ich schick's erst nach Westen, das dauert. Marco und Kian, ihr könnt mich ja nach einer Staatsehe fragen. Ja, dann mach ich das mal. Okay, ich mache hier gerade minus 15, weil ich die Überdehnung habe. Das brauche ich schon mal. Ja, Karma. Ich brauche Karma. Auf jeden Fall, ich werde definitiv bald wieder einen Bündnisslot frei haben, aber gerade muss ich den Vasallen noch annektieren. Dauert noch 10 Jahre. Ist so reich, dass er sich 2 Kolonisten leistet. Das mache ich schon die ganze Zeit, aber das sage ich euch natürlich. Ja, am Anfang sind. Jetzt hat sie einen Moment gefunden für sich, dass sie es mal macht. Erklär mir mal, warum wir so viele diplomatische Beziehungen haben. Ja, warum hast du Militärzugang von Pima und so Geschichten geholt? Was? Ja. Ja, Kian, erklär dich sofort. Na gut, wir haben ja 2 Vasallen so leider gekriegt, der Rest. Ja, es geht aber um Pima. Pima? Wir sind mal Pima drin. Ich hab doch keine Festung. Warum ich da keine Festung? Ja, wir haben Militärzugang von denen geholt, warum auch immer. So. Verstehe ich jetzt aber auch nicht, wo wir den haben. Was konvertierst du, Kilian? Unsere. Honky Tonk, du hast Rebellen. Welche? Ich weiß, ich unsere bin die nördlichen. Warum die nördlichen? Damit die mal abbrechen. Wenig Ruhe haben. Abbrechen. 0,08, das ist doch gar nichts. Lass den bricht mal ab. Ich hatte schon einen Plan, wo der hin soll. Wo ist das denn überhaupt? Ja, brich mal ab, weil ich weiß nicht, wo der ist. Den habe ich schon abbrechen lassen. Okay, dann warte kurz. Mexiko. Hier ist wichtig. So. Also, ich Mameluke, wolltest du nicht dieses komische Land da unten wegmachen? Der ist nicht hier, der Mameluke. Oh, verdammt. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich will keine Pause machen, ich will andere Tournament spielen. Delfino, warum bist du raus? Ist ja sein Internet abgeschmiert. Wahrscheinlich. Ach da, der Schaden, unser Schaden ist ja raus. Wie lange brauchst du Taiwan? Also sein Internet ist anscheinend abgeschmiert. Achso. Ja, machen wir jetzt weiter oder warten wir, bis er kommt? Ich weiß es nicht. Denkt ihr, die KI kann Schaden kaputt machen? Ja, aber das ist schon nicht mehr als Delfino. Ich meine, der 2200, ich glaube nicht, dass das großartig was verändern wird. Wobei, er hat Ansprüche auf Qing, ne? Vielleicht erklärt die KI Qing ja den Krieg. Wie lange? Nein. Ganz sicher nicht.
Apropos, wann gibt's den Krieg gegen Europa? Sehr bald. Ich will leider jetzt doch. Teddy, aber bitte nicht heute, ich habe keine Lust gegen Kriegen zu kämpfen. Wie lange braucht ihr noch Taiwan? Du, ey, ich weiß nicht, wenn ich unten im Channel bin, also in Osteuropa, höre ich nur bitte keinen Krieg. Wenn ich oben im Channel bin, bitte möglichst bald Krieg. Und wenn ich hier unten bin, wird nur gefragt, wann kommt der Krieg? Krieg. Nee, Krieg, aber ihr könnt gerne nächstes Mal Krieg machen, aber dieses Mal nicht, weil ich keinen Bock habe, gegen mein eigenes Land zu kämpfen. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Das musst du allerdings bitte mit auch West- und Osteuropa absprechen. Vor allen Dingen habe ich noch keine klare Position gesetzt, weil ich hier gerade erstmal abwarte und erstmal eigentlich die Armee hier noch ordentlich aufbauen will. Also ich ja überlege halt gerade, ob wir wirklich auf 200k gehen sollten. Sollten wir eigentlich irgendwie schon. Naja, es ist so lächerlich, wie viel wird für Too Many Territories sein. Wir konnten davon locker nochmal 40.000 aufstellen. Nochmal Frage, wie lange braucht der Taiwan? Du, wir haben das gekauft, damit wir die Kors nicht verlieren. Wenn wir das euch zurückgeben, dann würden wir die Kors ja trotzdem verlieren. Das ja, war aber die Abmachung. Teddy, du kriegst dann aber keinen Prestigeverlust mehr. Ach, kriegst du nicht? Nein. Warum haben wir denn dann Geld gegeben dafür? Ja, komm. Ja, aber sie müssen es wieder coren. Jetzt passt schon. Was macht denn das Ding jetzt wieder? Das ist gut, das ist eigentlich scheißegal, aber. Ja, die haben eh keine Points. Dann kann ich euch jetzt schon Taiwan zurückgeben. Also. Sobald ihr aus dem Krieg raus seid oder es hier weitergeht. Also sobald wir haben keinen Krieg mehr, von daher, ja. Ja, sobald ich Diplomaten habe. Ich mache gerade hier einen. Die Sache ist die, ich schicke durchgehend Diplomaten hier nach Europa und in die Steppe und das dauert gerne mal 2-3 Monate, bis das wieder da ist. Kennen wir ja bei Mexiko. Delfino? Kenn ich ja, auch mit zwei. Okay, gut. Ist dein Internet gerade abgeschmiert oder was? Genau. Okay, gut. Dann komm mal wieder ran, wir wollen weitermachen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Och man, ich hasse das so, dass wir nur 2 Stunden spielen. Dann bin ich jetzt in Sichtweite von Madagaskar mit meinen Kolonien. Nächstes Mal bin ich dafür, dass wir mindestens 3 spielen. Also 4 oder 5 wären dann zu viel, aber 2 ist irgendwie immer so schnell vorbei. Leute, ich habe dann meine erste Handelshausregion und die einzige, die ich überhaupt jemals kriegen werde. Oh, es gibt Australien. Apo, bin kurz mal weg, gleich wieder. Jetzt warten wir noch. Hat sich gelohnt, dass ich noch gekommen bin. Die extra Pause gemacht. Was hab ich? Oder wie? Ich hab nicht Pause gemacht. Es hieß, es findet heute nicht statt. Dann bin ich nochmal weggegangen. Plötzlich Nein, hieß es, es findet jetzt, doch statt. Wo ich rausgeflogen bin. Achso, das meinst du. Ich denke schon, du meinst. Nein. So. Dann werden auch noch Texte nacheditiert, weißt du, dass da nicht mehr steht, dass es heute nicht stattfindet. Schaffe ich die Schlacht gegen 34.000 Rebellen oder nicht? Ich glaube, das ist ja simpel. So, ich muss mal irgendjemanden beleidigen. Bitte nicht mich, ich mag's. Beleidigen nochmal den da. Beleidigungsstücken hier. Ach ja, kann ich wieder Xing beleidigen? Ja. Achtung, ich möchte kurz warnen. Nö, geht noch nicht. Es geht erst im Dezember. Ich am Dieb, dann wenn der Krieg erklärt wird, beleidige ich mich einfach. Was ist dein Problem jetzt? Okay, es reicht doch wieder. Ja. So, ich hab keine Ahnung, was das gerade war. Oh, ja, das möchten wir hier auch wirklich nicht wissen. Nee, das will kein. Das will nicht mal ich selbst wissen. Das ist gleich hier. So. Also Institution Spread schon, die Japsen haben es auch developed. Also Kilian und Servitan haben es developed. Dauert jetzt noch einen Moment. Aber dann gebe ich es weiter an dich, Lelosch oder Daviat oder Shan. Na, am besten es an mich weiterzugeben, weil ich da deutlich mehr andere Leute damit noch erreichen kann, glaube ich. Ja, Shan kannst du, glaube ich, vergessen. Ja. Das lohnt nicht mehr. Oh Mann, ihr gebt ihn so schnell auf, ey. Das geht nicht. Gib's mir. Ich geb's dir. Komm her, ich geb's dir. Nein. Aufbauhilfe. Leute, ich habe offiziell die größte Flotte der Welt. Schon wieder. Very nice.
Ich sehe den Briten leider nicht. Siehst du den Briten? Ja, der Brite hat 90 ein Truppenlimit, aber 59 Schiffe, davon 21 Großschiffe, 10 okay. Kleinschiffe. Ich versuche übrigens gerade Zugänge durch Polen, Litauen und Krim zu bekommen, damit ich also durch ganz Europa, um echt zu sein, damit ich einmal der Kartenteile beantragen kann für alle. Karten können auch langsam dort anbieten. Mhm. Ich sehe die ganzen Länder immer noch nicht. Wir erkunden gerade die Küsten von Europa. Ja. Lohnt sich das? Nee, Europa ist dreckig, glaubt mir. Ein riesiger Haufen Scheiße. Ich frage, ob die schon bemerkt haben, dass da unsere japanischen Schiffe herumgucken. Stimmt nicht. Nee, die sind zu beschäftigt damit, Krieg gegen sich selbst zu führen, meinst du wohl? Genau. Ja, die führen ja heute gar keinen Krieg. Ausnahmsweise. Also nicht gegeneinander. Von Asien war keine Rede. Und naja, auf jeden Fall, wir haben ja vorhin gesagt, also ich schwanke eigentlich gerade nur dazwischen, ob das heute okay ist, den Krieg zu erklären, weil wir meinten ja vorhin, dass wir heute keinen Spielerkrieg führen, also keinen europäischen. Aber ich kann deinen Punkt halt schon nachvollziehen. Und außerdem, ja. Ist halt schon irgendwie. Aber im Gegensatz dazu werde ich halt durchgehend, wenn ich nach Westeuropa gehe, damit zugeballert. Ja, ist doch scheißegal, scheiß auf Regeln. Ja. Und jetzt lest bitte mal durch, was ich dir schicke. Denn das ist definitiv zum Thema Borgor etwas. Also, ich weiß jetzt nicht so recht. Ich meine, aber das verlangt nach einer Antwort. Ey, zurückbeleidigen. Dann suchst du jetzt auch die beste Antwort raus. Ja. Oh, ich müsste durch 5 oder 6 Sachen durchklicken, bis das kam. Eigentlich wollte ich Learn to Play Loop finden, aber habe ich nicht gefunden. Was heißt Porn auf Deutsch? P-A-W-N. Bauer. Ja, Bauer. Achso. In this great game we play, you are a mere Porn. Ja, du, in dem großartigen Spiel, das ihr spielt, seid ihr ein einfacher Bauer. Sehr schön, nicht wahr? Die Beleidigung. Das ist die beste Beleidigung in diesem Game, ey. Ah, zeig diesen unverschämten Hunden unsere Überlegenheit. Das ist das Falsche. Hier, deine Mutter war ein Hamster und dein Vater riecht nach Hund und da wären. Ja, das ist wirklich die Beste. Es gibt nichts Besseres als diese Beleidigung. Ganz ehrlich, also danach wird sich jeder andere Mensch in der Ecke verkriechen und einfach. Da ist jeder Diss-Track von den Gangster-Rappern nichts gegen. Ist so. Ah, meine erste Manufaktur ist gleich fertig. Na dann. Apropos, wie machen wir es im globalen Handel? Ach ja, wollten wir es nicht in Beijing spawnen lassen? Ja, aber aktuell ist noch nicht die Zeit. Da werde ich, glaube ich, nach Norden, meine ganze Flotte nach Kanton schicken und nach Norden weiterleiten. Simon? Simon ist mal wieder in Osteuropa. Mann, was macht der gerade die gesamte Zeit? Egal. Ich geh mal kurz rüber. Ach, vermutlich war der Mameluke und alle doch. Okay. Ich muss mal kurz zu. Und ich hab. Ja. Wer ist Muisca? Dieser Muisca auf die Philippinen Handelseinfluss. Marco, was habt ihr da gemacht in Amerika? Wie ist Muisca Handelseinfluss bei den Philippinen? Kann das jemand erklären? Fragt mich was Besseres, du. Wann macht ihr Muisca endlich platt? Muisca? Wo liegt denn das? Das ist Kolumbien. What the fuck, wir waren noch nicht mal in Kolumbien. Die haben warum nicht? Einfluss bei den Philippinen. Ihr müsst da hin und die Spanier vertreiben. Spanier? Ich glaube, der Spanier ist froh, wenn er sein eigenes Land besitzt. Existiert der überhaupt noch? Der existiert als PU unter Frankreich. Wir sind eben Frankreich, ist mir doch egal. So, Produktionslizenz 10%. Hoffentlich mache ich jetzt mal wieder Geld. Ist doch jedes die gleiche Scheiße.
So. Ich... Mal sehen, was habe ich im Conquistador gekriegt? Ja, der ist besser als der eine General, der schon ein bisschen älter ist. Ich finde es schön, wie der Delfino irgendwie 37.000 Mann irgendwie hat, aber ich nie diesen Mann vollständig auf dem Feld irgendwo sehe. Nach Matunden, man sieht die immer mal so ein bisschen vorbeilaufen. Ja, man sieht immer irgendwie so 20.000, 25.000 dazwischen drin. Hm. So. Ich brauche halt Geld, ne? Da brauchst kein Geld. Wie? Du kannst dich am besten bankrott erklären. Ja, ich ewig den erklär dich am besten wirklich einfach bankrott. Nö. Wobei, halt, stopp, wenn du das machst, warte mal, erstmal gucken. Alle Berater und Söldner werden gefeuert, okay. Plus, Baufortschritt geht verloren und Verwüstung ein bisschen, aber das, dann bist wenigstens die Schulden los. Kriegt man eigentlich auch Stabilitätsabzug? Krieg ich da schon noch hin. Ja, Stabilitätsabzug. So, okay, Lian, entschuldige mal, was wir für einen Berater haben. Verbessere doch einfach mal die Beziehung mit Quing, vielleicht erlassen sie deine Schuld. Okay. Die haben doch das Geld. Aber bitte nur einen Fünfer. Ja, ja, alles mit der Zeit. Oder sie gehen pleite bei dem Versuch, dich zu retten, das ist natürlich auch möglich. Japan geht niemals pleite. Nein, ich meine Quing. Ach so, der. Ich glaube, bei dir kann man dem schon fast das zutrauen, dass das geschieht. Also wir bringen Quing dazu, ein Bündnis mit Delfino zu einzugehen und dann ist es vorbei mit Quing. Also. Ja, definitiv. So, neues Kerngebiet. Wie steht es um die Instruktion? Ja, ist toll, ja. Oh, ja, sieht ja auch schon ganz gut. So, dann wollen wir mal. Korrupte Vizekönige, Inflation stört mich nicht. Was machen überhaupt meine Rebellen? Toll. Ja, gut, ist so. Die brauchen noch 7 Jahre, dann kann ich wieder drillen. Dann kann ich wieder bohren gehen. In der Nase? Naja, nach wertvollen Schätzen. Auch nach Gold? Nee. So. Gold ist doch nichts wert. Ah. Inflation gibt dir recht. Ich bohre lieber nach Seide. Die ist was wert. Och nee. Oh, Kristalle, Edelsteine ist richtig viel. Ja. Ich kann leider die neue Weltkarte nicht machen, weil die dann wieder 100% Einfluss hat, die Kaufleute. Warum ist Kupfer denn so viel wert? Weiß ich auch nicht. Ist das nicht normal so immer total wertlos? Eigentlich schon. Naja, frag den Penny. Kupfer. Was ist das denn für ein Preis? 2,37. Ja, Moment mal, es werden es eben. Moment, das gehen Werte ungleich 0,5? Was? Hm. So. Marc, wie viele Armeetraditionen habt ihr? Ach, kein gutes Thema. 45. Ja, warte, ich guck's erst nach. Tradition. Ja, bei meinen ist halt 85, okay. Spieler nur. Bringt auch nichts. Verbündete, so. Ich hab nur 16. Yeah. Dafür diese Professionalität und, oh, mehr Verteidigung. Worum geht's? Was? Ja, unser Militär ist gerade nicht so der Hit, das kommt noch. Ja, immerhin habe ich die größte Flotte. Das erwähnst du jetzt bis zum Ende des Spiels, oder? Ja, so. Ich hab dieselbe Flottenmoral wie Großbritannien. Zwar 5% weniger Rumpfstärke, aber dafür mehr Flottentradition. Wusstest du schon, dass Maya Pahit die größte Flotte hat? Nee, du, das hätte ich jetzt aber auch niemals gemacht. Ja, ich dachte, ich erwähne das mal für den Fall, dass ich mal dich mitbekommen habe. Ich muss aber dazu sagen, dass Maya Pahit die größte Flotte hat. Oh, Halter! Was für Neuigkeiten, du. Ach echt? Ist die groß? Was? Ich dachte, die hätten nur Nussschalen. Ja, ist immer besser als alles, was die Europäer aufbieten können. Was, Europäer? Ach so, Primitive. Vielleicht hätte ich doch in Europa bleiben sollen. Du meinst, damit du zu den Primitiven gehörst? So, ich kümmere mich drum, Kian.
nicht klicken. Was soll ich? Warum hat Pico seine Soldaten bei mir stehen und macht nichts gegen seine Rebellen? Ja. Herr der Provinz hätte ich auch gemacht. Ja, warum hättest du die gewählt? Jetzt weil Gold ist? Ja, aber stimmt, ich habe die falsche angeklickt jetzt aus Hektik. Die müsste es sein. Weißt du warum? Weil weniger Entwicklungskosten in der Provinz, du Heini. Ja, du möchtest sowieso erstmal alle Goldprovinzen kombinieren. Oh, das sowieso, aber nach einer bestimmten Reihenfolge Oh mein Gott, goldenes Jahr kriegt das Event.